Ja, und schon habt ihr eine spaghettifreie Soße ohne Tomaten. Hä? Hallo Tierfreunde und willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit ohne. Ja, ich bin ein bisschen am Kränkeln, wie ihr vielleicht schon hört, und deswegen ist das Rezept auch heute relativ einfach. Außerdem ist es auch noch improvisiert. Das heißt, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viel Mengen ich von den Zutaten überhaupt brauche. Das werde ich irgendwie während des Videos ja, zusammenstellen. Ja, auf jeden Fall war das ein Wunsch von Kate Clay Charming. Sie wollte nämlich gerne eine Spaghetti-Soße haben, ohne Soja und ohne Tomaten. Und deswegen machen wir sozusagen eine mediterrane Spaghetti-Soße ohne Tomaten. Okay, los geht's. Ja, mit dem Gemüse für die Soße fangen wir schon mal an. Ich habe jetzt erstes mal ein paar Pilze, so ungefähr 100 Gramm. Sind bei mir jetzt 6 Stück. Die könnt ihr erstmal in feine Scheiben schneiden. Oder wenn ihr wollt, könnt ihr sie auch noch ein bisschen kleiner schneiden. Außerdem eine Zwiebel. Könnt ihr halbieren. Dann nochmal halbieren. Und dann in feine Scheiben. Also das ist jetzt wirklich ein ganz schnelles Mittagsgericht, falls ihr mal irgendwie wenig Zeit habt und trotzdem was Leckeres haben wollt. Dann ja, vielleicht eine halbe Stunde oder so und dann wäre euer Essen fertig. Ja, dann habe ich hier noch eine ziemlich große Aubergine. Ich glaube, davon nehme ich nur die Hälfte jetzt. Sind jetzt ca. 200 Gramm. Die halbiere ich, schneide sie dann nochmal an jeder Seite einmal durch. Und ich mache sozusagen längliche Stückchen davon. Das heißt, ich schneide jetzt an den beiden Scheiben immer so, ja, ungefähr einen halben Zentimeter lang. Dass ich dann ungefähr solche Stückchen bekomme. Eine Aubergine braucht immer recht lange, um wirklich durch zu sein. Also ihr könnt auch Würfel schneiden, ganz einfach grobe Würfel. Müsst ihr dann gucken, dass ihr das ein kleines bisschen länger drin lasst, dass die auch wirklich durch ist. So, dann habe ich jetzt 2 kleine Paprika. Wenn ihr jetzt nur eine große habt, dann könnt ihr auch ganz einfach eine halbe ungefähr nehmen. Da ich jetzt hier schon mal solche Mini-Paprika habe, werde ich die jetzt auch in Scheiben schneiden. Sieht nachher bestimmt ein bisschen hübscher aus. Außerdem habe ich hier noch eine Zucchini. Davon nehme ich jetzt auch nur ein kleines Stück, so an die 100 Gramm. Schneide ich jetzt einfach in Scheiben. Und dann nochmal genau wie bei der Aubergine. Dreimal durch, damit ich solche länglichen Stückchen habe. Und zu guter Letzt habe ich hier noch 3 Knoblauchzehen. Die schneide ich ganz einfach in dünne Scheiben. Wenn ihr jetzt keine Knoblauchstückchen in eurem Essen haben möchtet, dann reibt sie oder püriert sie oder hackt sie halt mit dem Messer ganz einfach ganz klein. So, für die Menge an Gemüse braucht ihr so ungefähr 4-5 Esslöffel Olivenöl. Die könnt ihr schon mal heiß werden lassen. So, wenn das Öl heiß ist, dann gebt am besten zuerst die Aubergine rein. Denn ja, die soll auch ein bisschen Farbe bekommen. Und wenn ihr jetzt zuerst die Pilze zum Beispiel reingeben würdet, dann würden die gleich Wasser ziehen. Und es würde mit der Aubergine ein bisschen schwerer werden. Deswegen die gleich als erstes. Also das könnt ihr auch so langsam schon euer Nudelwasser zum Kochen bringen. Und so lange sollte die Soße jetzt eigentlich nicht mehr brauchen. So, wie ihr seht, die Aubergine haben jetzt ein bisschen Farbe bekommen. Und sind jetzt auch so ein bisschen leicht glasig. Dann könnt ihr jetzt auf jeden Fall die Zwiebeln und die Pilze dazu geben. So, nach 1-2 Minuten könnt ihr dann auch die Knoblauchzehen dazu geben. Und gleich mit unterschwenken. Und sobald die Nudeln im Wasser sind, könnt ihr dann auch die Paprika in die Pfanne geben und die Zucchini streifen. Nochmal 1-2 Minuten schön unterschwenken. Und dann könnt ihr das Ganze auch schon mal ein bisschen würzen. Und zwar ungefähr mit einem Teelöffel Salz, 1 bis 2 Teelöffel Kräuter de Provence.
und etwas geschroteten oder frischen Salbei. Wenn ihr frischen nehmt, dann macht ihn auf jeden Fall erst ganz zum Schluss dazu. So, und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten. Wenn ihr das gerne ohne Soße haben wollt, dann schaltet die Temperatur von der Pfanne runter oder macht sie auch ganz aus. Macht den Deckel drauf und lasst das Ganze so ein bisschen wässern. Und wenn die Nudeln fertig sind, dann gebt ihr die Nudeln ganz einfach in die Pfanne und mischt es so ein bisschen durch. Und habt ihr sozusagen eine Nudelpfanne. Ist auf jeden Fall auch sehr lecker. Ich probiere jetzt mal eine Soße zu machen, und zwar aus Rosinenmehl und Reismehl. Und zwar habe ich hier 2 Esslöffel Rosinenmehl. Die gebe ich einfach dazu. Ich rühre sie so ein bisschen unter, dass sie auch so ein kleines bisschen angeröstet wird. Als Alternative könnt ihr übrigens auch Reismehl nehmen oder Maismehl. Und kurz danach gebt ihr einfach 200 ml Reismilch dazu. Rührt es ein bisschen durch. Und lasst es einfach ein bisschen einköcheln. Nach ca. einer Minute könnt ihr den Herd auch schon ausmachen. Die Pfanne erstmal noch darauf stehen lassen. Und je nachdem, wie soßig ihr das gerne haben möchtet, könnt ihr jetzt auch die Pfanne weiterhin auf dem Herd stehen lassen oder einen Deckel drauf geben oder die Pfanne ganz einfach vom Herd schieben. Wenn ihr übrigens noch ein bisschen Schärfe in euren Nudeln haben wollt, dann nehmt entweder Pfeffer oder macht einfach ein bisschen frische Chilischote oder Chilipulver rein. So, und jetzt bloß noch die Nudeln abgießen. Ja, und schon habt ihr eine sojafreie Spaghetti-Soße ohne Tomaten. Das hat jetzt bei mir ungefähr eine halbe Stunde gedauert, aber mit Kamera dauert es auch mal ein bisschen länger. Ja, mal kosten. Ja, oberlecker finde ich. Und da kommt so ein bisschen der Lupinengeschmack durch vom Lupinenmehl. Ich mag das mittlerweile. Aber wahrscheinlich ist es für den Anfang ein bisschen ungewohnt, wenn ihr das noch nicht kennt. Vielleicht nehmt ihr wirklich lieber Reismehl oder Maismehl. Oder ihr lasst es doch ankommen und probiert es einfach mal auf die Weise. Auf jeden Fall schmeckt die Soße wunderbar würzig und auch schön nach Knoblauch. Und das finde ich bei einer mediterranen Soße schon fast das Wichtigste. Ja, probiert es auf jeden Fall auch mal aus zu Hause. Und wie gesagt, ihr könnt das Lupinenmehl und das andere Mehl ja auch ganz weglassen und ganz einfach eine Nudelpfanne daraus machen. Ist auf jeden Fall auch sehr lecker. Ja, vielen Dank an Cute Clay Charming für diesen mit ohne Wunsch. Wenn ihr noch andere Wünsche habt für Rezepte, die ich mal mit ohne irgendwas kochen soll, dann schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!